Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute mal wieder ein bisschen anders, heute in einer anderen Haltung. Ich war zu faul aufzustehen, ich gebe es zu. Ich hätte theoretisch auch anders drehen können, auf dem Bett, wie immer, aber ich fand den Zestleut einfach so bequem und wollte einfach nicht raus. Und ja, so kommt es, dass ich halt heute von hier aus drehe. Und ihr hier an der Seite mein Knie seht, und hier mein anderes Knie. Weil ich da jetzt irgendwie so eingequetscht bin. Oh Mann. Oh Gott. Okay, ja. Ich habe heute ein Thema, das ich, ja, das eigentlich mal wieder was Positives ist. Ich wollte mal einfach wieder was Schönes erzählen. Und es geht trotzdem auch ein bisschen über zum Thema Asperger und ein bisschen auch zum Thema Familie, Zusammenhalt und auch ein bisschen zum Thema Kommunikation. Wow, heute mache ich einen Rundumschlag. Auf jeden Fall. Mein heutiges Thema ist das Thema, ja, entschuldigt, ich bin etwas vollgefressen vom Abendessen. Das Atmen ist da nicht so einfach. Ich sollte sowas nicht immer erzählen. Heute geht es ums Thema Freude teilen. Und zwar mit Leuten, die man mag oder mit denen man viel zu tun hat. Und ja. Ich fange jetzt an und erzähle euch nicht noch weiter, wie ich voll gefressen bin. Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich habe die schlechte Angewohnheit oder die gute Angewohnheit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Angewohnheit, wenn mich irgendwas freuen sollte oder wenn ich was Positives erlebe oder wenn ich irgendwas habe, wo man glücklich sein kann. Sollte, aber es eben bei mir nicht geht, weil ich diese Gefühlsregung nicht stark genug habe oder weil sie bei mir eben nicht ausgeprägt genug ist, damit sie dann so hochkommen kann, dann bin ich jemand, dass ich sofort anfange, zu meiner Mutter zu gehen oder zu meiner Großmutter oder zu meinem Vater und denen es zu erzählen. Und anhand dessen, dass ich dann sehe, wie sehr sie sich freuen, fühle ich dann sowas wie Freude. Das könnte man so sagen. Es ist so, oft ist es so, wenn ich keine Gefühlsregung habe, so bin ich in der Lage, mehr oder weniger meine Gefühlswelt mit der von meiner Mutter zu teilen. Ja, das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich sage immer zu meiner Mutter, sie ist mein Ersatzspiegelneuron, weil für mich ist sie mehr oder weniger die Person, die dafür sorgt oder die da ist, damit ich diese Zwischenmenschliche verstehe. Sie erkennt für mich die Leute und eben auch, sie ist für mich da, um für mich die Gefühle zu fühlen. Weil ich fühle sie nicht, aber eben Momente, wo ich glücklich sein möchte dann oder irgendwas total Tolles erlebt habe und ich dann sowas, so einen Moment habe, wo ich einfach nur losrennen, wo andere losrennen würden und dann von den Dächern schreien und ich mir dann denke, ja, cool. Und vielleicht maximal dann für ein paar Sekunden bei mir es hochkocht und ich dann mehr oder weniger so dieses Begeisterungsschreien habe, wo ich dann übrigens immer die gute alte Kissen vors Gesicht Methode und Schloss schreien, so und ja, aber dann in dem Moment, wo das Schreien vorbei ist, ist leider Gottes die Regung bei mir auch vorbei, diese Gefühlsregung. Und damit ich sie dann länger, oder besser gesagt, damit sie ein bisschen länger da ist und damit irgendwie so ein bisschen mehr dabei passiert. Und ich glaube, dass da hinten das Schwarze da ist, mein Telefon. Hey, mein Bild ist nicht mehr spiegelverkehrt. Entschuldigt. Ich habe heute an meiner Kamera ein bisschen was gedreht und jetzt ist mein Bild nicht mehr spiegelverkehrt. Das ist ja cool. Das soll ich nachher gleich meiner Mutter erzählen. Es ist auf jeden Fall für mich so, meine Sachen mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder wie auch immer zu teilen, ist für mich die beste Methode, um irgendwie, ja, Freude zu haben. Weil wenn ich dann sehe, dass meine Mutter sich freut oder mein Vater sich freut oder, ja, sich meine Bekannten und meine Großeltern freuen oder sich eben einfach jemand, ja, dieses, das ja lustig hat, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber dann habe ich sowas Ähnliches wie auch dieses Freudegefühl. Ich kann dann für ein paar Sekunden spüre ich so eine Freude, die dann in mir ist. Und ich habe schon früher mal gesagt, Wiedersehensfreude ist die schönste Freude.
Miteinander zu reden ist etwas sehr Schönes. Und ich finde, damit jemand für dich jemand ist, mit dem du die Gefühlswelt teilen kannst. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also nachahmen kann ich es ja nicht, weil wenn man muss schon ganz schön ordentlich so kiet da sitzen, damit ich verstehe, dass man glücklich ist. Und manchmal heiße Situation, vor kurzem waren meine Mutter und ich beim Arzt, also ich war beim Therapeuten und wir sind zusammen im Wartezimmer gesessen. Und dann gab es diese Situation, dass meine Mutter ohne zu, also sie hat in den Raum gefragt, kann ich das Fenster aufmachen? Dann hat sie das Fenster aufgerissen, bevor irgendjemand geantwortet hat. Aber sie sagt, viele haben ihr zugenickt, was ich nicht bemerkt habe. Und dann habe ich auf jeden Fall zu meiner Mutter gesagt, das ist aber unhöflich, nicht zu warten, bis jemand sagt, dass es okay ist. Und dann war es eben so, dass wir schon sehr lange da saßen und es auch wirklich sehr anstrengend so war vom Sitzen einfach, weil der Stuhl, der war ein bisschen unbequem. Und ja, meine Mutter war auch allgemein müde von den letzten Tagen und da war ja auch noch mein Mac nicht da. Und es war einfach sehr erschöpfend. Und irgendwann ist sie dann eben kurzzeitig hingesessen und hat die Hände vor die Augen gemacht. Wahrscheinlich zum die Augen erholen oder irgendwas. Und dann dachte ich so, jetzt ist der Moment, jetzt engagier dich, zeig, dass du mitfühlend sein kannst, tu was. Und habe meine Mutter so die Hand auf die Schulter gelegt und so gemeint, Mama, hat doch keinen Grund zum Weinen, nur weil das Fenster aufgerissen ist. Also meine Mutter, der war es gar nicht zum Weinen, die war einfach nur müde. Aber ich habe in dem Moment halt gesehen, dass jemand nicht lächelt und sich nach vorne beugt. Und das war für mich so das Zeichen, jetzt fängt gleich, kommt auch gleich ein Wasserfall. Und ja, es ist aber für mich einfacher, mehr oder weniger, ja, das, was ich fühle, mit anderen zu teilen oder was ich nicht fühle oder eben diese kurzen Gefühlsregungen zu teilen, als von anderen die Gefühle zu verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so rüberkommt, wie ich das erklären möchte, aber ich gebe mir immer sehr viel Mühe, ja, zu zeigen, wenn ich froh bin oder wenn ich sauer bin oder wenn ich eben, ja, traurig bin. Und ja, es fällt nicht immer einfach, weil bei mir kann auch manchmal sein, dass bist du sauer? Man fragt, also oft war es so, dass ich gefragt habe, ob ich sauer bin, aber in Wirklichkeit denke ich mir einfach nur, ich bin müde. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Und ja. Es ist auch so, dass ich es schön finde, Momente miteinander zu teilen, die einen einfach glücklich machen oder die für einen sehr wichtig sind. Ich bin auch jemand, es muss sich jetzt irgendwie total verrückt anhören, aber ich telefoniere ja fast jeden Tag mit meinen Großeltern. Einfach nur. Manchmal rufe ich es auch einfach nur an, um zu erzählen, also heute hat sich das und das getan. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Oma mein Leid geteilt. Es ist so gewesen, mein Hase hatte einen Fressnapf. Und der sah immer total voll aus, der Napf. Und dann bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir, der Hase kann nicht immer, der hat so Futter mit so ein bisschen Gemüse drin und eben auch so Paddles. Das ist so Grünzeugpresslinge. Entschuldigt, ich weiß nicht, wie man es besser formuliert. Und ich habe gesehen eben, dass viele Paddles noch im Napf waren und habe dann so gesagt, nee, sie kriegt jetzt kein Grün, also kein Gemüse noch nicht nachgefüllt, bevor diese Paddles nicht weg sind. Was ich nicht wusste zu diesem Zeitpunkt war, dass da gar nicht so viele Paddles mehr übrig waren, sondern dass da sehr viel Staub und Dreck im Napf war. Und da habe ich meine Oma angerufen und ihr erzählt, dass ich nicht weiß, aber dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass es nicht richtig war von mir, in meinem Hasen mehr oder weniger zu versuchen zu erziehen an der Stelle, wo er nichts dafür kann. Und einfach durch dieses Teilen des Ereignisses habe ich wieder was gelernt, nämlich dass ich das nicht nochmal mache und durch das Besprechen. Ich denke, das Wichtigste, wenn man versucht als Asperger oder wenn ein Asperger mit dir versucht, die Gefühle zu teilen an alle, die jetzt nicht selbst betroffen sind oder
Auch wenn er auf dich zukommt und selbst nicht weiß, was er gerade fühlt, weil das passiert mir so oft, dass mir Leute mehr oder weniger sagen, ich glaube, du bist gerade traurig, ich glaube, du bist sauer, du wirkst gerade sehr wütend und ich selbst gar nichts fühle, aber eben mein Körper und meine Körperhaltung automatisch solche Dinge machen. Und es für mich dann sehr verwirrend ist, wenn mir dann jemand sagt, wieso bist du so sauer? Warum? Was habe ich denn getan? Du klingst so angepisst oder du wirkst heute schon so den ganzen Tag so aggro. Und ich mir dann immer so denke, entschuldige, ich fühle nichts, aber anscheinend mein Körper macht da irgendwas mit mir, was ich nicht fühle. Und deswegen finde ich es recht wichtig und sehr, also vor allem auch sehr gut oder besser gesagt sehr nützlich für mich, mit meiner Mutter Momente, in denen ich glücklich bin, zu teilen, weil dann sehe ich ihre Art, glücklich zu sein und kann mit ihr glücklich sein, auch wenn es über eine Sache ist, die ich erlebe. Oder eben auch mit meiner Mutter die Sachen, die mich nicht fröhlich machen, zu teilen. Oder eben auch Sachen, die mich sauer machen und auch viel zu diskutieren und viel zu bereden, weil nur so kann der andere mehr oder weniger ein Gefühl dafür entwickeln, wie es bei dir ist, wie es bei dir innen drin aussieht, auch wenn du es nicht fühlst. Und dann kann er dir sagen, ja, Elena, du klingst heute sehr gereizt. Und wenn du das dann so hörst, dann kann es natürlich schon sein, bei mir oft, dass ich dann so ein keifendes, ich bin aber nicht gereizt, kommt. Aber wenn du dann drüber nachdenkst und manchmal auch einfach nur dir Zeit gibst, dann kannst du das. So kannst du es umstellen, dass auch wenn du nicht gereizt dich fühlst, dass dann wenigstens auch nicht deine Reaktionen gereizt sind. Weil ja, es kann manchmal schon sonst schon sehr verwirrend für deine Umwelt sein, weil eben es sehr schwer fällt, sich vorzustellen, dass jemand nicht gereizt ist, wenn er gereizt klingt. Gut, das war alles, was ich heute dazu zu sagen habe. Ich hoffe, mein Video hilft dem einen oder anderen. Falls es zu Pillepalle war, tut es mir leid, aber so über meine Gefühlswelt zu reden, fällt mir irgendwie schwer und es zu beschreiben, fällt auch schwer, weil es ist mehr so was, was man erleben muss. Einfach dieses, ich erzähle dir, was mich freut, damit du dich freust, damit ich die Freude wieder fühlen kann. Das klingt jetzt irgendwie verworren, aber es funktioniert. Und deswegen mein Tipp an alle Asperger da draußen. Die Leute, die euch nahestehen, die Leute, die euch sehr wichtig sind, teilt mit ihnen eure Geschichten, teilt mit ihnen, was euch wichtig ist, teilt mit ihnen, was euch beschäftigt, damit auch sie die Möglichkeit haben zu verstehen, wie es in euch drin aussieht. Weil wenn du da draußen immer nur alles reinfrischst und immer denkst, ja, Gefühle machen Kopfschmerzen und von anderen Leuten die Gefühle zu hören, macht auch Kopfschmerzen. Und denen da draußen macht es auch Kopfschmerzen. Dann kann es manchmal sein, dass du dich sehr schwer irrst. Weil manchmal ist es doch so, dass nur weil es uns Kopfschmerzen macht, weil wir diese Gefühlswelt von anderen und unsere eigenen manchmal nicht verstehen, also zumindest bei mir, dass es dann nicht so ist, dass die da draußen es auch so haben. Und bei denen ist es oft so, dass es ihnen eher hilft, wenn du ihnen erzählst, was bei dir drinnen vorgeht. Ja, gut, ich hoffe jetzt, dass es irgendwie mein Fazit etwas mehr geholfen hat. Ich würde jetzt sagen, ich zeige euch jetzt unser Querdenker-Quiz des Tages. Und jetzt ist es doch wieder spiegelverkehrt. Ich bin echt verworren mit dieser Kamera, entschuldigt. Wir müssen uns noch einpendeln und ich und die Kamera. So, und damals. Also, unser. Oh nein. Also, einfach mal querblödeln. Ergänze. Heute betrink ich mich hemmungslos mit Tee, bis ich. Es sind drei Sätze, also nur als kleiner Tipp. Das zweite. Gegenstände drehen sich durch Hitze aufs, also bin ich nicht fett. Das ist jetzt mal eine Frage. Gegenstände dehnen sich durch Hitze aus. Ah, also bin ich nicht fett. Entschuldigt, ich hatte beim ersten Lesen es falsch. Dehnen, nicht drehen. Entschuldigt. Ich würde ja gerne mal im Lotto gewinnen, einfach nur um zu wissen. Und das ist dann unsere Frage. Ich zeige es euch jetzt in die Kamera, wie immer.
Das war's schon. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist, oder schreibt mir auf Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis bald. Tschüss.